Hi Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Sorry, dass die Videoqualität jetzt etwas schlecht ist, aber das ist jetzt für dieses Video nicht so schlimm. So, heute geht es darum, wie man so eine Heimchen-Zuchtbox, eine ganz einfache, anrichtet. Heimchen, Steppengrillen. Weil letzten Endes ist es wirklich super, super teuer auf die Dauer, sich solche Tiere immer wieder zu beschaffen. Genau, kommt drauf an, wie viele Tiere man hat, aber ich habe jetzt ungefähr 30 bis 40 Kolonien. Deswegen würde ich sagen, setze ich mir mal so eine Zuchtbox an. Zuerst einmal nehmen wir den Deckel ab und legen das Ganze hier rein. Der Behälter, das sollte ungefähr, also entweder ein gekaufter oder ein anderer mit Deckel sein. Normalerweise können die zwar, wenn nicht, hochkrabbeln, aber man möchte ja besser sicher gehen, als dass man solche Riesenviecher in der Wohnung rumrennen hat. Also mir persönlich würde es jetzt nichts ausmachen, meinen Eltern jedoch schon. Also tue ich ihnen den Gefallen und tue da auch gleich den Deckel drauf. Aber für dieses Video müssen wir den erstmal abhaben. So, jetzt kommen wir zur Zuchtbox. Diese Box hier kann man auch super verwenden. Da muss man ganz einfach das hier wegkippen und Gartenerde holen, die kurz in einer Tasse in die Mikrowelle stellen und dann ja, im Grunde hier auffüllen bis zu dieser Linie hier, dass sie mit ihrem schönen Nägelstachel, das kann ich auch gerne nochmal zeigen, ist ein Weibchen, dass sie mit ihrem Nägelstachel da gut reinkommen. Das ist ein Weibchen. So. Upsala. Seht ihr den Nägelstachel? Damit gehen die dann da rein. Und dann legen die da ihre Eier rein. So. Das Weibchen kommt da jetzt wieder rein. Dann, wie gesagt, Erde ungefähr bis hierhin reinfüllen in den Container. Dann von dem Container in eine Tasse füllen, damit ihr auch wirklich die richtige Menge habt. Und dann letzten Endes in die Mikrowelle und dann wieder hier rein. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten. So, Freunde, hier haben wir dann das Ganze. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Dieser Deckel hier muss ungefähr da, wo diese Linie hier ist, abgeschnitten werden. Das machen wir jetzt mal schnell. Entweder mit einem Messer, wie ich, oder mit einer Schere. Ich mache es immer lieber mit einem Messer, weil es ordentlicher ist. So rum. Dann einfach so mit dem Messer hier entlang gehen. Ups. Seht ihr gar nicht richtig. Muss jetzt nicht ordentlich sein, aber einfach so, dass man es grob hat. Und dann, wenn ihr ein scharfes Messer habt, müsste es abgehen. Aber bei mir muss ich noch ein bisschen machen, bis es abgeht. Naja, so, das Ganze müsste jetzt so aussehen. Und dann nehmen wir uns jetzt hier die sterilisierte Erde. Und dann ziehen wir hier Wattetupfer drüber. Die könnt ihr in jeder Apotheke kriegen und dann spannt ihr die einfach hier drüber. Am besten zwei, weil die sich da sehr, sehr gerne und sehr, sehr leicht durchkauen und dann die Eier von den anderen fressen. Deswegen ist das überhaupt da, damit die nicht rein können und die Eier von den anderen fressen. Und ja, falls ihr euch fragt, ob ich schon mal so ein ähnliches Video gemacht habe, ja, habe ich. Und das ist auch unten in der Videobeschreibung höchstwahrscheinlich verlinkt. Ach, außerdem der Discord ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut da gerne mal vorbei. World of Insects, wirklich ein super Discord. Haben ich und Ameisen Jonas, Noku und noch ein paar andere. Und Jonas Ameisen oder Ameisen Jonas, beide haben mitgemacht. Und das ist wirklich ein super Discord geworden. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und es ist kein Ameisen-Discord, es geht um alle Tiere, es geht auch um Futtertiere, nicht so wie bei AAM. Davon heben wir uns eben ab oder versuchen wir. Und wir sind auch für Kritik oder Feedback definitiv
ja, für konstruktive Kritik nehmen wir gerne an. Aber versucht es wenigstens mal, kommt wenigstens mal rein und schaut euch das Ganze mal an. Besonders für Anfänger ist es sehr, sehr gut. So, aber jetzt genug mit Werbung. Jetzt schneiden wir hier den Rest hiervon ab. Das geht natürlich auch mit Metallgage. Es ist sogar besser mit Metallgage, aber das haben die meisten Leute zu Hause. Und vom Titel her denkt man sich dann auch, von dem Titel her ist es dann so fair. So, hier habt ihr dann das Ganze und das stellt ihr hier rein. Das hier lehnt ihr da am besten noch so gegen, damit die Tiere auch schön und gut hochkommen. Und hier ist dann auch noch zum Hochklettern so ein Stück Toilettenpapier. Das Ganze sieht dann so aus. So, hier haben wir das Ganze. Und jetzt lass uns mal reinschauen, wie viele da ungefähr drin sind. Oh, da ist sehr, sehr viel Dreck drin. Ja, wie gesagt, da sind jetzt nicht so extrem viele drin. Also, und die sterben auch sehr, sehr schnell, weil die jetzt halt schon adult sind. Also man kann es auch mit mittleren machen, aber dann dauert es halt ein bisschen länger, bis die Eier legen. Naja, jetzt kommen wir zum Futter. So, Freunde, jetzt kommen wir zum Futter. Und zwar, liebe Freunde, ernähren sich diese Steppengrillen sehr, sehr gerne von Obst, aber auch teilweise von Körnern. Deswegen habe ich hier so eine ganz praktische 6-Körner-Mischung. Und ja, genau. Ich habe hier außerdem noch so eine Tränke, die ist 3D gedruckt. Ich habe einen 3D-Drucker, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt. Blende ich euch hier jetzt einmal ein Video von dem 3D-Drucker ein. Genau, genau. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und auf jeden Fall vielen Dank nochmal an meine Eltern, die mir den zur Verfügung gestellt haben. Naja, ich musste auch was dazu zahlen, aber wie gesagt, jetzt stopfen wir diese Watte hier mal rein in diese Tränke. Das hier ist jetzt der Wassertank, das habe ich glaube ich nicht gesagt. Dann füllen wir das Ganze mit Wasser auf. Ich habe hier in meinem Zimmer immer so eine kleine Gießkanne stehen. Damit geht das ganz gut. Und dann nehmen wir uns die, stecken das Reagenzglas hier drauf und drehen das Ganze um. Müsste das Ganze jetzt mit Feuchtigkeit volllaufen. Und in der Zeit bereiten wir das andere vor. So, die Körnermischung. Da ist es natürlich immer umstritten, ob man die in einem separaten Behälter oder so rein tut. Ich persönlich tue sie immer so rein, weil ich im Grunde zu faul bin und nicht genug Platz in diesem Container habe, dann noch ein bisschen, naja, genug Platz schon, aber ich möchte den Tieren auch noch ein bisschen Auslaufbereich bieten. Also ich streusel das dann immer ein bisschen hier rein. Einfach so ein bisschen. Genau. Und das fressen die Tiere dann genüsslich vor sich hin. Okay. Das stellen wir mal beiseite. Und jetzt kommen wir zu der Tränke. Die Tränke müsste jetzt vollgelaufen sein. Da machen wir uns dann jetzt hier ein bisschen Platz. Und dann stellen wir die ja hier hin. Und den Apfel legen wir dann hier hin. Das Ganze würde dann so aussehen. Und das ist die fertig vorbereitete Steppengrillenzucht. Ich bin, ist irgendwie etwas später abends, deswegen bin ich ein bisschen müde. Vielleicht hört ihr es auch. Ja, auf jeden Fall, das passt perfekt. Das ist wirklich alles super. Hier haben sie genug Wasser, sie haben Äpfel. Ach, hätte ich es fast vergessen. Wenn ihr wollt, dass sie sich schneller vermehren, einfach ein Halskabel hier drunter tun, dann geht das schneller. Auf jeden Fall würde ich das Video hiermit beenden. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Dislike, nur wenn ihr auch konstruktive Kritik in die Kommentare schreibt. Hätte ich zumindest gerne. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und dann, wie immer, bleibt fasziniert. Tschüss, das war's von mir.